Hallo Leute, wie einige von euch vielleicht schon mitbekommen haben, hat der Kanal Steuerung F ein Video über den Bartwahnsinn herausgebracht. Protagonist Jonas verwendet Minoxidil selbst im Video und schreibt Minoxidil auch in den Videotitel. Aber letztendlich, das ist jetzt meine Meinung, ist die Aussage, also ja, kaum eine Aussage da über Minoxidil, das Phänomen Minoxidil würde ich fast sagen, Minoxidil und Bartwuchs, das jetzt in den letzten Jahren eigentlich aufgekommen ist, nicht nur hier in deutschsprachigen Ländern mit mir als dieser YouTuber, der Minoxidil verwendet hat, sondern eigentlich auf der ganzen Welt. Wer jetzt das Video gesehen hat, der weiß, dass eben auch ich in dem Video vorkomme. Ich wurde im Frühjahr von Jonas angeschrieben, dass sie jetzt eben den Kanal Steuerung F starten. Steuerung F, das ist ein von Funk finanzierter Kanal und Funk ist wiederum für die Online-Medien eigentlich zuständig und so ein Zweig von den öffentlich-rechtlichen Medienanstalten in Deutschland. Er hat mir dann erzählt, dass er ein Video über Bärte macht oder den Bartwuchs macht und ja, dass er mich gesehen hat und ich mir ja mit Minoxidil einen Bart gezüchtet habe und so viele Videos auf YouTube gemacht habe. Und ja, da wollte er mich interviewen. Ich war am Anfang relativ skeptisch, denn man weiß ja nie, wie man so bei Interviews dargestellt wird. Das kann man im Schnitt dann im Nachhinein verändern, je nachdem, welche Aussage dieses Video treffen möchte. Kann man dann ganz schön blöd aussteigen, auch dabei. Und nachdem auf Funk oder ja, vielen YouTube-Kanälen, die Funk unterstützt oder finanziert, sehr kritische Sachen gemacht werden und auch dann die ersten Videos von Steuerung F herausgekommen waren und die auch sehr kritisch waren, immer sehr Themen sehr kritisch behandelt haben, ja, da war ich mir nicht so sicher, ob ich da jetzt zusagen soll, ob ich da jetzt ein Interview geben soll über das Minoxidil. Denn Minoxidil verwendet man ja nicht so, wie es der Hersteller vorgesehen hat, am Kopf, für die Kopfhaare, sondern eben bei Leuten, die sich da mit dem Bartwuchs züchten, da schmiert man sich das Zeug ins Gesicht. Ich meine, beides ist die Kopfhaut, wenn man es jetzt genau nimmt, aber natürlich ja, ist die Kopfhaut bei den Kopfhaaren etwas anders als die Gesichtshaut. Von der Durchblutung her und so gibt es da sicher ein paar kleine Unterschiede. Aber Minoxidil macht grundsätzlich dann das Gleiche im Gesicht wie auch bei den Kopfhaaren. Aber auf jeden Fall zweckentfremdet man Minoxidil eigentlich in dem Sinn. Und deswegen war ich mir gar nicht so sicher, ob ich dazu sagen soll bei dem Interview. Das ist Mikro noch, ja. Aber ich habe mir dann gedacht, ich stehe zu dem, was ich mache. Und ja, egal, ob ich jetzt blöd dargestellt werde oder nicht, wenn sich Leute mit meinem Kanal beschäftigen und mit mir beschäftigen, dann ja, können sie sich selber ein Bild machen. Ja, auf jeden Fall haben wir dann einen Termin ausgemacht und dann sind die auch tatsächlich eben nach Innsbruck gekommen, dort wo ich wohne, in Tirol. Und ja, wir haben das Interview gemacht. Wir haben dann da circa 2 Stunden miteinander geredet. Sie haben mich auch beim Videomachen gefilmt. Insgesamt komme ich sehr kurz vor. Sie haben auch wirklich nur eine kurze Aussage hineingeschnitten ins Video von mir, wo ich eben klar mache, dass ich nicht ein Arztersatz bin, was mein Interviewpartner, der Jonas, ja dann so kurz impliziert hat. Und das muss ich natürlich klarstellen, weil ja, wenn man sich unsicher ist oder wenn man medizinische Fragen hat, dann muss man natürlich Fachpersonal fragen und nicht den YouTuber Simon, der da ein Experiment mit dem Minoxidil und dem Bartwuchs macht. Und ja, das musste ich natürlich feststellen. Ist natürlich keine schlechte Aussage, dass man das auch feststellt, aber ich hätte natürlich viel mehr über Minoxidil zu sagen gehabt. Und nachdem bei Ihnen im Video auch Minoxidil im Titel vorkommt, hätten Sie sich schon ein bisschen mehr mit Minoxidil auseinandersetzen können und nicht eben nur sehr oberflächlich, was ja, wie es im Video eigentlich vorgekommen ist. Und dann mit der grundsätzlichen Aussage eigentlich des Videos, dass es ja eigentlich kein Wundermittel für den Bartwuchs gibt. Und ja, das kann man so sagen, aber Minoxidil kann tatsächlich einen großen Unterschied machen für viele, viele Leute, also nicht für alle. Soweit ist das natürlich auch klar, aber für die meisten funktioniert Minoxidil sehr gut und es regt das Haarwachstum an. Und das ist zweifelsfrei schon bewiesen, also das ist jetzt eben keine Spekulation. Und im Video war das so ein bisschen so, ja, es ist überhaupt nicht rausgekommen, dass Minoxidil tatsächlich Haarwuchs fördern kann. Dass das schon lange bewiesen ist, auch mit Studien. Das habe ich ein bisschen schade gefunden. Das Video ist trotzdem sehr lustig, besonders diese Bartmänner, die da drin vorkommen, die auch bei Wettbewerben mitmachen, die haben dann solche Bärte und kunstvolle Frisuren in den Bärten. Und die hat dann natürlich auch gefragt, der Jonas, ob sie irgendein Mittel kennen, wie man den Bartwuchs fördern kann. Und sie haben gesagt dann, ja, Hühnermist von innen und Honig von außen. Also Hühnermist schiebt von innen die Barthaare raus und Honig zieht die Barthaare raus von außen. So kann man sich den Haarwuchs fördern.
Zu Minoxidil hatten sie natürlich keine Ahnung, aber dann doch eine Meinung, ja, das ist natürlich nur so ein Mittel, womit der Hersteller Geld verdient. Das stimmt natürlich, der Hersteller von Minoxidilprodukten verdient sehr viel Geld, aber es bringt tatsächlich was. So unglaublich das auch klingt. Ihr wisst es ja, die mich hier mit meinem Minoxidil-Experiment verfolgt haben. Ihr habt ja das gesehen, viele von euch haben es selber probiert und wissen es. Also Minoxidil kann tatsächlich funktionieren. Und natürlich, wenn man es verwendet, weil es eine Arznei ist, sollte man sich ausführlich davor damit beschäftigen und auch mit den Nebenwirkungen von Minoxidil. Da habe ich ja letzte Woche ein Video gemacht zu den Vorteilen und Nachteilen von Minoxidil und da kommen eben auch unter anderem die Nebenwirkungen vor. Also falls ihr das noch nicht gesehen habt, hier anschauen. Ja, kommen wir wieder zurück zum Interview. Das war eigentlich total nett, die Zeit, und ich habe mich total gefreut, Gunnar zu sehen. Ja, der Gunnar von Game One damals, falls ihr das noch kennt. Der Klassiker, eigentlich Game One, MTV. Auch bei dem jetzigen Video kommt mir vor, also Gunnar ist für viele einfach der Publikumsliebling. Und es hat mich total gefreut, ihn zu sehen, weil er ist ja dann auch mitgekommen zum Interview. Das war eben Jonas und Gunnar. Gunnar hat dann die Kamera gemacht. Und ja, es war ganz lustig. Gunnar hat dann ein Bartöl probiert, weil er hatte ja eigentlich einen sehr schönen Bartwuchs, aber er ist auch so ein Fall, der schon immer eigentlich Bartwuchs hatte und sich aber nie mit Bartwuchs beschäftigt hat. Das kann ich ziemlich oft beobachten, dass Männer, die einfach von vornherein Bartwuchs haben, sich nie mit dem Thema Bartwuchs beschäftigen und das eigentlich total an denen vorbeigeht, auch nicht mit Bartpflege, obwohl viele sehr starken Bartwuchs haben, der eigentlich pflegebedürftig ist, weiß ich dann jetzt als Bartneuling teilweise mehr als so richtige Bartmänner. Naja, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut es euch vielleicht an. Ich verlinke es unten in der Videobeschreibung. Es würde mich interessieren, wie ihr es aufgefasst habt. Ich habe ja natürlich da so ich habe ja das Wissen über Minoxidil und auch da mich sehr stark damit beschäftigt. Deswegen bin ich da vielleicht etwas voreingenommen dem Video gegenüber. Ja, mich würde wirklich interessieren, was ihr denkt. Schreibt das vielleicht unten in die Kommentare. Ja, das war es eigentlich schon wieder für heute. Ich wollte nur kurz einmal etwas über dieses Video sagen. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Servus.